mehrere Reisen durch den Afghanistan. Ausgerüstet mit einer Videokamera, einer kugelsicheren Weste und dem Ziel, möglichst dicht an die Wirklichkeit in Afghanistan heranzukommen. Es ist ihm auf eindrucksvolle Weise gelungen. Die folgende Dokumentation zeigt das Land am Hindukusch im 10. Jahr des Krieges gegen den Terror, so wie es bislang noch nicht zu sehen war. Afghanistan im Sommer 2010. Die vergangenen Monate waren die blutigsten seit Beginn des Krieges. Im ersten Halbjahr starben 485 NATO-Soldaten und mehr als 1200 Zivilisten. Bleib auf der Nebelbahn, wenn sie verzählt, wenn du da jemanden siehst, der da hinten. Ist dieser Krieg zu gewinnen? Im Sommer 2010 reise ich auf eigene Faust durch Afghanistan, treffe Soldaten und Menschen, die hier geboren sind und in diesem Krieg der vielen Fronten irgendwie zu überleben versuchen. Erster Halt, Hauptbahnhof Lummerland. So nennen sie im deutschen Feldlager Kunduz den Sammelplatz für An- und Abreise. 1400 Männer und Frauen sind in Kunduz stationiert. Und ab heute sind es noch zwei mehr. Bremen suchen wir. Bremen. Also Bremen. Bremen. Die Unterkünfte tragen Städtenamen. Ja. Da, wo die Betonfläche reingeht. Sind Sie heute hier angekommen? Heute hier angekommen. Von? Aus Deutschland. Ach so. Wo kommen Sie her? In Deutschland. Darf ich das sagen? In den Stadt. Aus Kiel. Hallo, danke. Zwei Kieler auf dem Weg nach Bremen. Ich bekomme erstmal eine Führung durch das Lager. 3700 Kilokalorien müssen laut Dienstvorschrift täglich an jeden Soldaten ausgegeben werden. Das meiste davon wird eingeflogen. Essen ist Heimat. Detailprobleme rund um den Kartoffelsalat sind aber noch nicht gelöst. Ja, das ist das Problem, wenn wir nicht alle Ware da haben. Wir haben zum Beispiel keine Mayonnaise hier. Die gibt es nicht. Nur in den kleinen Tütchen. Das wäre ein Unding, die aufzumachen. Also die Truppe möchte zum Beispiel gerne mal ein gekochtes Ei haben, was hier nicht möglich ist. Das ist rein Hygienestandard, beziehungsweise ist vom Preis her zu teuer. Da kostet ein Ei dann 2 Euro das Stück. Das ist dann zu teuer. Das geht nicht. In den Werkstätten nebenan sind die Mechaniker pausenlos am Schrauben. Patrouillenfahrzeuge und Panzer sind in dem unwegsamen Terrain dauernd unterwegs und müssen ständig repariert werden. Übrigens auch von Afghanen, die die Bundeswehr hier ausbildet. Am nächsten Morgen. Fallschirmjäger aus Seedorf und eine Schutzkompanie brechen auf zu einer Patrouillenfahrt. Die genaue Bezeichnung der Einheit darf ich nicht preisgeben. Auch die Nachnamen der Soldaten sind tabu, aus Gründen der Sicherheit. Wir fahren in nordwestlicher Richtung. Alle sind angespannt. Die große Gefahr, Sprengfallen. Der letzte Anschlag sei erst wenige Tage her, genau auf dieser Strecke, erzählt der Zugführer. Die Vorderachse ist weg, der Motor ist beschädigt worden, das Fahrzeug ist umgekippt und lag dann ca. 50 Meter hinter den Keilbahn, rechts angelehnt an der Mauer. Die ist auch ein bisschen eingerissen. Wir haben jetzt auch eben noch ein paar Wrackteile gefunden. Also Lüfter, Plastik, sowas lag da noch. Aber sonst nichts Gravierendes. Die Besatzung geht es allen gut. Eine Baustelle am Kunduzfluss. Unser erstes Ziel. Hier wird eine Brücke gebaut, teils mit deutschem Geld. Alles, was diesseits des Flusses ist, ist relativ ruhig. Alles, was jenseits des Flusses ist, also auf der anderen Flussseite, ist Schmutzfußland, so nennen wir das. Also ist eher gefährlich. Ja. Immer wieder werden die afghanischen Bauarbeiter von den Taliban angegriffen. Darum bittet der örtliche Polizeichef, die Deutschen sich hier öfter sehen zu lassen.
Von wem werden sie angegriffen, frage ich. Die sitzen da drüben und schießen auf uns. Jeden zweiten, dritten Tag greifen sie uns an und verletzen die Bauarbeiter. Zum Glück ist keiner bisher gestorben, aber das ist nur eine Frage der Zeit. So ist die Lage. Leider, mit den Taliban ist nicht zu scherzen. Doch öfter werden die Deutschen nicht kommen. Auch wenn der Zugführer halb resigniert auf das Emblem an seinem Arm verweist. Manche Probleme könne man eben nur mit Waffen von Heckler und Koch lösen, steht da. Das sieht er auch so, aber... Wenn es nach mir gehen würde, bräuchte man wesentlich mehr Kräfte hier im Kundus, um wirklich überall die Präsenz zu zeigen, die nötig wäre. Aber das ist meine persönliche Meinung. Aber jetzt ist der Tendenz sogar noch weniger zu schicken. Ja. Aber gut ist, dass der Amerikaner jetzt mehr und mehr mit reinstößt. Wir fahren weiter Richtung Norden. Über mehr als 8000 Quadratkilometer erstreckt sich die Provinz Kunduz, in der die Deutschen mit solchen Patrouillen für Sicherheit sorgen sollen. Eigentlich eine unlösbare Aufgabe. Auf einem Plateau halten wir an. Noch vor ein paar Monaten galt das nahe Dorf Jangerek als Taliban-Stützpunkt. Darum soll die Bundeswehr hier verstärkt Präsenz zeigen. Unsere Fahrzeuge werden strategisch rangiert. Die Soldaten wollen hier bleiben und erst zum Einbruch der Dunkelheit in das Feldlager zurückkehren. Ich möchte noch mal mit Henner, dem Zugführer, ein Interview führen. Aber dazu kommt es nicht. Hey, rein! Tobi, rein aus dem G! Aus aufweichenden Feind, Feuerlaubnis! Die Taliban haben sich zurückgemeldet. Wir springen in den Dingo. Jede Bewegung in den Siedlungen wird über Funk ausgetauscht. Schließlich wird in Richtung der Angreifer eine Milan-Rakete abgefeuert. Wohl nur, um die Schüsse nicht unerwidert zu lassen. Zurück im Lager sind die Männer erleichtert, wieder mal davongekommen zu sein. Und froh, dass für niemanden Gedenktafeln wie dieser angebracht werden müssen. Bei den Fallschirmjägern aus Seedorf geht in einer Woche ein viermonatiger Einsatz in Afghanistan zu Ende. Aufbruchstimmung ist zu spüren. Obwohl sie sich freuen, ihre Frauen, Kinder und Freunde bald wieder zu sehen, ist manchem auch klar, dass die Zeit hier Spuren hinterlassen hat. Ich bin froh, wenn ich zu Hause bin, natürlich, und entspanne mich dann aber auch. Und ich kann, sage ich, kann einfach abschalten. Was mir schwerfällt, ist zum Beispiel bei großen Einkaufsketten wie Marktkauf, mag ich gar nicht einkaufen. So große Kaufhäuser? Ja, wenn es gerade dann die Haupteinkaufszeit ist, keine Ahnung, 17 Uhr, wo alle Feierabend haben und dann gehen alle gleich einkaufen, weil sie den Einkauf hinter sich haben und ist der Laden proppevoll. Das mag ich nicht mehr. Ist also das so Platzangst oder was? Ja, eher Angst vor vielen Menschen. Weil ich gucke mir jeden Menschen genauer an. So, könnte der eine Waffe haben oder so? Vielleicht ist das so ein bisschen hängen geblieben aus dem Einsatz. Auch bei Jan ist was hängen geblieben. Aber seine Freundin in Deutschland mag nicht, dass er zu Hause so rumläuft, erzählt er. Ja, ich habe von vornherein gesagt zu meinen Freunden zu Hause, dass ich mir im Einsatz ein Bart wachsen lasse. Ja, und zudem kommt man hier auch bei der Bevölkerung, merkt man gleich, dass das Ansehen größer ist, wenn man einen Bart hat hier in Afghanistan. Kunduz Stadt am Morgen, wenige hundert Meter vom deutschen Lager entfernt. Soldaten bergen Tote und Verletzte. In der Nacht hatten Taliban eine Autobombe vor dem Gebäude einer amerikanischen Hilfsorganisation gezündet. Jetzt haben sie sich in den Büros verschanzt. Jeder Schuss dieser sechs zum Tod entschlossenen Kämpfer wird von den afghanischen Soldaten mit einem Kugelhagel beantwortet. Ob sonst noch jemand in dem Gebäude ist, kümmert hier keiner.
Filmen kann ich nur mit der Kamera in meinem Handy. Schließlich gelange ich mit den Soldaten in das Gebäude. Hallo, hallo, Mister. Please, let me we help you. In den Trümmern der ersten Etage wird ein schwer verletzter Wachmann geborgen. Dann durchkämmen die Soldaten das Gebäude. Plötzlich wieder Schüsse. Offenbar sind einige der Attentäter immer noch am Leben. Wieder eine gnadenlose Schießerei, bis sich nichts mehr rührt. Und das Gebäude völlig in Trümmern liegt. Als schließlich die Männer der US-Einheit der 10th Mountain Division eintreffen, ist alles vorbei. Die sechs Attentäter haben vier Wachleute, darunter einen Deutschen und zwei afghanische Soldaten, mit in den Tod genommen. Deutsche Soldaten sind nicht vor Ort. Der Anschlag, nicht weit von hier, ist für sie tags drauf ganz weit weg. Deutschland gegen Argentinien, Halbfinale bei der Fußball-WM. Bei Nationalhymnen stehen sie vorschriftsmäßig stramm. Doch als dann die Tore fallen, da wandelt sich das Café Lummerland zu einer ganz normalen deutschen Kneipe. Vorläufig verlasse ich Kunduz und fahre ins Bergland bei Asadabad an der pakistanischen Grenze. Ich habe von den Amerikanern das Okay bekommen, einen US-Außenposten hier im Hindukusch-Gebirge zu besuchen. Ein Trupp dieser Army Rangers erkundet an diesem Morgen im Peschtal einen neuen Standort für das Lager. Im Alten, unten im Tal, ist es zu unsicher geworden. Sie beschließen, das Lager in die Berge zu verlegen. Hierhin, auf 1400 Metern Höhe. Wir werden einen Tag brauchen, um das Lager hier einzurichten und die nötigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit wir nicht so leicht überrollt werden können. Als erstes müssen wir so viel Material wie möglich hier hochschleppen, damit die Sicherheit gewährleistet ist. Dieser Standort ist nicht schlecht. Ich bin aber ziemlich sicher, dass wir schon am ersten Tag angegriffen werden. Trotzdem, wir haben einen gewissen Vorteil. Hier können wir uns besser verteidigen. Für die Rückkehr zu ihrem Lager wählen die Soldaten einen direkten, aber riskanten Weg vorbei am Dorf Namar. Einer der Sergeants erklärt sich bereit, meine Videokamera an seinem Helm anzubringen. Kaum haben wir Namar erreicht, passiert es. Auf
Offenbar haben die Taliban uns beobachtet und gewartet, bis wir in Schussweite kommen. Zur Unterstützung werden über Funk Hubschrauber angefordert und zur Orientierung der Piloten Farbmarkierungen gezündet. Die gut ausgebildeten Bergkämpfer haben gelernt, sich unter Beschuss gegenseitig zu decken und sich immer neu formiert vorwärts zu bewegen. Das Peshtal gehört zu den gefährlichsten Gebieten in Afghanistan. In den vergangenen 6 Monaten sind hier 43 amerikanische Soldaten gefallen. Als nach einer Ewigkeit der Hubschrauber erscheint und die Taliban-Stellung vernichtet, ist die Euphorie groß. Der Marsch in das Lager verläuft ohne Zwischenfälle. Doch die Ressentiments der Einheimischen den Amerikanern gegenüber sind deutlich spürbar. Zurück im Camp wollen die Soldaten nur noch schnell ihre Waffen entschärfen und einfach abschalten. Kartenspielen, Karaoke, eine improvisierte Disco. Eigentlich war es für sie ein ganz normaler Arbeitstag. Nächste Station meiner Reise, hinüber nach Pakistan, nach Peshawar. Die Stadt mit ihren 3 Millionen Einwohnern und ihrem Umland gilt als Rückzugsraum von Taliban- und Al-Qaida-Kämpfern. Einst war Peshawar ein bedeutendes kulturelles Zentrum Pakistans. Heute geben hier radikale Islamisten den Ton an. Osama bin Laden und Taliban-Führer Mullah Omar sind hier Helden. Auf Werbeplakaten sind Bilder von Frauen strengstens verboten. Alles, nun ja, fast alles, was aus dem Westen kommt, ist hier verpönt. Nicht weit von Peshawar die Stadt Wana. Sie liegt im Stammesgebiet der Pashtunen und ist eine Hochburg der Taliban. Für Ausländer ist dieses Gebiet tabu. Selbst das pakistanische Militär traut sich nicht hierher. Westliche Geheimdienste vermuten, dass Osama bin Laden hier Unterschlupf gefunden haben könnte. In Versammlungen wie diesen beraten die diversen Stämme, wie der Krieg gegen die Ungläubigen fortgeführt werden soll. Dass die meisten der Taliban-Kämpfer und insbesondere Selbstmordattentäter von hier aus nach Afghanistan geschickt werden, erfahre ich von einem der Stammesführer. Glauben die Regierungen des Westens und Pakistans denn, dass wir unsere Brüder einfach so im Stich lassen? Du musst verstehen, wir haben das während des Krieges gegen die Russen nicht getan und werden es auch diesmal nicht tun. Hier sind unsere Brüder aus Usbekistan und Tadschikistan, die während des Krieges gegen Russland hierher kamen und ansässig wurden. Auch ihre Nachkommen kämpfen jetzt in Afghanistan. Sie verstehen dies als ihre Pflicht. Die Regierung versucht, diese Leute im Auftrag der Amerikaner als Terroristen und illegal abzustempeln. Wie können wir dies zulassen? Finanziert werden diese Krieger vor allem durch Drogengeschäfte. Überall im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan befinden sich unzählige solcher illegaler Labors. Fast täglich werden Ziegenfellsäcke voller Rohopium aus Afghanistan herübergeschmuggelt, aufgekocht und mit Essigsäure gemischt, um Heroin zu erzeugen. Diese Herointüten sollen einen Straßenwert von mindestens 500.000 Euro haben. Ein lukratives Geschäft und für die Taliban eine sichere Einnahmequelle. Denn die 2000 Kilometer lange Grenze zu Afghanistan ist unmöglich zu kontrollieren. Auf meinem Weg zurück nach Kabul bin ich erstaunt, wie einfach es ist, die Grenze zu überqueren.
Kabul im 10. Kriegsjahr. Auf den Märkten gibt es ein staatliches Angebot. Wer Geld hat, lebt hier gar nicht so schlecht. Auf den ersten Blick scheint die Lage in der Hauptstadt fast schon friedlich. Ich habe die Erlaubnis bekommen, das Gefängnis Pul-e-Sharkhe zu besuchen. Hier am östlichen Stadtrand von Kabul sind 1400 Häftlinge untergebracht. Das Gefängnis ist berüchtigt wegen seiner menschenunwürdigen Zustände. In einem eigenen Hochsicherheitstrakt werden etwa 350 Al-Qaida- und Taliban-Kämpfer gefangen gehalten. Als erster Journalist darf ich diesen Bereich betreten. Wiederholt werde ich aufgefordert, in den Gängen nicht zu filmen. Man will hier keinen Ärger. Ich habe den Eindruck, dass die Wächter Angst vor diesen Gefangenen haben, denen sie vielleicht eines Tages draußen wieder begegnen. Erst nachdem die Wächter die Zustimmung der Gefangenen eingeholt haben, darf ich hier offen filmen. Eine Koranlesung ist im Gange. Die freundlichen Gesichter dürften täuschen. Die Männer sind radikale Taliban- und Al-Qaida-Kämpfer aus aller Herren Länder. Der Wortführer ist sogar ein ehemaliger Wegbegleiter Osama bin Ladens, erzählt er mir. Ich bringe den Jungs die Lehre des Koran bei. Wo kommen Sie her? Das spielt keine Rolle. Ich könnte aus Pakistan sein, okay? Warum sind Sie nach Afghanistan gekommen? Zum Kämpfen. Ich gehöre ja zu Al-Qaida. Wie lange sitzen Sie hier ein? Schon seit 9 Jahren. Obwohl ich so friedlich bin, lassen Sie mich hier nicht raus. Sie sehen ja, inzwischen sind die Wächter schon meine Freunde geworden. Sie haben ja selbst gesehen, was für einen tollen Unterricht ich hier mache. Hoffentlich haben Sie das alles auch mit der Kamera aufgenommen. Warum werden Sie denn nicht entlassen? Weil die wissen, wozu ich fähig bin. Wo kommen denn die anderen hierher? Von überall. Es sind einige aus Tadschikistan, aus Usbekistan, aus Iran dabei, also eben von überall her. Und ja, viele Pashtunen. Wichtig ist, dass wir alle hier Moslems sind. Uns fehlt es an gar nichts, außer am Kampf und an den Frauen. Die Erweiterung des Hochsicherheitstraktes von Pul-e-Sharkhe läuft auf Hochtouren. Mit der Eskalation des Krieges treffen täglich neue Gefangene ein. Der wohl bekannteste Ex-Gefangene des Landes wohnt hier im Norden von Kabul. Nach 4 Jahren in Guantanamo Bay ist er jetzt frei. Sein Haus wird rund um die Uhr von afghanischen Geheimdienstern bewacht. Bei Kriegsbeginn im Jahr 2001 war Abdul Salam Saif Sprecher der Taliban, ihr Repräsentant nach außen. Nun fungiert er als Vermittler zwischen der Regierung und den Aufständischen. Er hat ein Buch geschrieben, in dem er mit beiden Seiten abrechnet. Die Amerikaner reden vom Gesetz, doch sie selbst halten sich nicht daran. Sie sprechen von Menschenrechten, aber sie selbst verletzen diese. Sie reden von Stabilität und Sicherheit, aber halten sich nicht daran. Sie reden von allem Möglichen, aber halten sich nicht daran. Meiner Meinung nach sind die Amerikaner die größten Kriminellen der Welt. Was die Deutschen angeht, eigentlich sind wir uns kulturell sehr ähnlich. Traditionell haben wir immer eine gute Beziehung zu den Deutschen gepflegt. Das Problem ist nun, dass die Deutschen mit den Amerikanern hierher gekommen sind, und zwar gegen das afghanische Volk. Demzufolge können sie nicht unparteiisch bleiben. Wenn die Amerikaner im deutschen Einsatzgebiet etwas anrichten, glauben die Menschen, es waren die Deutschen. Im deutschen Einsatzgebiet, nicht weit von Kunduz, liegt der afghanische Polizeistützpunkt Char Darakh, wo auch 60 deutsche Fallschirmjäger stationiert sind. In diesem Indianerland, so nennen die Soldaten die Gegend, wird die Bundeswehr immer öfter in Gefechte mit den Taliban verstrickt. Mittagszeit. Im Außenposten ist das Leben deutlich spartanischer. Draußen trainiert derweil die afghanische Armee, wobei ihr Rumpelgleichschritt noch das geringste Problem sein dürfte.
Fast niemand kann lesen und schreiben. Und auf wessen Seite sie wirklich stehen. Bei manchem wagen die Deutschen hier keine Prognose. Ob sie Soldatinnen als gleichberechtigte Partner akzeptieren? Mir wurde erklärt, dass ausländische Frauen trotzdem so gesehen werden wie Männer sozusagen. Deswegen wurde mir so erklärt, werde ich auch keine Probleme haben, wenn ich mit den Männern hier rede. Sie sind nicht verheiratet oder so? Nein, mein Freund ist bei der Bundeswehr und der ist auch gerade hier. Ach so, daher sind Sie hierher gekommen. Das konnte man ja nicht vorher wissen. Zur Unterstützung der Bundeswehr entsandte Präsident Obama Anfang des Jahres 800 Soldaten der kriegserprobten 10th Mountain Division nach Kunduz. Etwa 50 von ihnen sind gemeinsam mit den Deutschen in Chardarach stationiert. Fast täglich verlässt eine Fußpatrouille das Lager. Die Strategie der Alliierten heißt Nähe, winning hearts and minds, die Herzen und Köpfe der Menschen für sich gewinnen. Flugblätter werden verteilt, in denen die Soldaten um Zusammenarbeit werben. Als der Dorfälteste uns dann in sein Haus einlädt, nimmt der Hauptmann das Angebot gerne an. Solche Begegnungen verlaufen immer nach dem gleichen Muster. Tee wird serviert. Der Gastgeber erzählt von seiner Familie. Den beiden Frauen, den 8 Kindern. Die Deutschen hören geduldig zu und fragen irgendwann beiläufig, ob Taliban in der Gegend gesichtet worden sind. Manchmal bekommen sie sogar eine ehrliche Antwort. Nachmittags brechen wir auf zu einem mehrstündigen Marsch. Unterwegs immer wieder der leise, mühsame Kampf um Köpfe und Herzen. Mit Flugblättern. Es ist heiß, sehr heiß. Bei Temperaturen von mehr als 50 Grad werden kugelsichere Weste und Helm erst recht zur Qual. Und die fröhlichen Dorfkinder passen nicht zur ständigen Furcht vor einem Hinterhalt. Vor kurzem wurden die Taliban aus diesem Gebiet vertrieben. Das Marschziel, die Höhe 431, ein strategisch wichtiger Punkt rund um Chardarach. Also, von der Seite auf jeden Fall mit Dingo Gangbar. Ich sehe nur das Problem in dem feinen Sand hier. Das wird oben. Der Trupp soll klären, ob über diesem Weg schwere Patrouillenfahrzeuge auf den Hügel gelangen können. Beim Hochfahren. Aber auf der anderen Seite kommt auch ein Weg hoch und der sieht breit genug aus, denke ich mal, dass sogar ein TBZ hochkommt. Verschnaufpause. Für einige Gelegenheit der afghanischen Realität, einen Augenblick lang zu entgehen. Nee, also bei uns, wenn du halt weggehen willst, du gehst halt nach Aschaffenburg, das ist die erste Anlaufstelle. Wieder dahin. So, jetzt V3, also ehemalige Butzenstein, sag ich jetzt mal, wenn das ein Begriff ist. Ja, dann wird es abgehoben, müsste jetzt hier stehen. Dann wieder volle Konzentration beim Rückmarsch ins Lager. Am nächsten Tag reise ich weiter in den Süden des Landes. Kandahar. Mit 20.000 Soldaten ist die Airbase der größte NATO-Stützpunkt in Afghanistan. Die Stimmung ist ausgelassen. Die Soldaten aus Holland feiern. Heute ist Queen's Day, Geburtstag unserer Königin. Da wir nicht zu Hause sind, feiern wir ihren Geburtstag eben hier. Wir haben einige Sportveranstaltungen organisiert und wir sammeln auch ein wenig Geld für Wohltätigkeitszwecke. Da drüben haben wir einen kleinen Stand eingerichtet. Da verkaufen wir alles Mögliche an holländischem Zeug.
Wenige Tage später wird das gesamte holländische Kontingent endgültig aus Afghanistan abgezogen. Am nächsten Morgen. In einem Black Hawk-Hubschrauber werde ich mitgenommen, weiter Richtung Süden. Man hat mir erlaubt, die Elitesoldaten der 82. Luftlandedivision in der Provinz Helmand zu besuchen. Diese Gegend ist die Heimat der Taliban. 1994 nahm die Bewegung von hier ihren Anfang. Camp Wolverine, mitten in der Wüste. Etwa 30 Fallschirmjäger der 82. Airborne sind hier stationiert, die Task Force Fury. Ihre Aufgabe ist es, gemeinsam mit der afghanischen Armee die Taliban aus dem Gebiet zu vertreiben. Kaum angekommen, kann ich gleich am Nachmittag einen Einsatz begleiten. In dem etwa 10 Kilometer nördlich gelegenen Dorf Kirk sollen Taliban-Kämpfer gesichtet worden sein. Doch bei unserem Eintreffen sind die längst verschwunden. Die Männer erzählen, dass die Kämpfer nur kurz da waren, um vor der Zusammenarbeit mit den Amerikanern zu warnen. Und dass afghanische Polizisten hier Schutzgelder kassierten. Sergeant Kerrigan verspricht, der Sache nachzugehen. Doch in erster Linie möchte er mehr über den Taliban-Besuch wissen. Mit den Taliban ist es wie beim Schach. Die sitzen auf der Lauer und beobachten uns und überlegen, wo sie zum Beispiel eine Straßenbombe legen. Wenn sie einen amerikanischen Soldaten töten können, ist es ein großer Erfolg für sie. Im Dorf begegnen wir dem Lehrer Azizullah. Vor 3 Monaten wurde ihm von den Taliban sein linkes Ohr abgeschnitten. Er hatte es gewagt, Kindern Lesen und Schreiben beizubringen. Hier sind wir auf uns allein gestellt. Weder die Regierung noch jemand anders tut etwas für uns. Und dies ist die traurige Wahrheit. Zurück im Camp sind auch die Fallschirmjäger auf sich allein gestellt. Telefon- oder Internetanschlüsse gibt es hier in der Wüste nicht. Monatelang haben sie keinen Kontakt zur Außenwelt. Jeder von ihnen muss für sich Wege finden, mit den Grausamkeiten da draußen fertig zu werden. Soldat Chamberlain hat seine Gitarre, den Waschsalon und philippinische Gastarbeiter als Zuhörer. Am Morgen danach sind sie wieder unterwegs. Sie haben den Befehl zu einer groß angelegten Suchaktion bekommen. Ein Bombenleger namens Abdul Karim soll in einem Dorf im Umland Unterschlupf gefunden haben. Wir sind kaum eine halbe Stunde unterwegs, da kommt der Konvoi plötzlich zum Stehen. Die afghanischen Soldaten, die den Konvoi anführen müssen, vermuten eine Bombe, eingegraben in der Straße. Sergeant Nick Negroni, der Zugführer, verschafft sich mit Hilfe eines Mini-Roboters Gewissheit. Das Areal wird abgesichert. Bombenexperten aus Kandahar werden angefordert. Während wir auf die Entschärfer warten, beobachten wir, wie ein Kampfhubschrauber Taliban-Stellungen bombardiert. Der Zugführer hat angeordnet, in größerem Umfeld nach weiteren Bomben zu suchen. Ist es ein Zufall, dass die Dorfbewohner aus der Gegend diese Straße nicht benutzen, frage ich Sergeant Negroni. Höchstwahrscheinlich gehen die Taliban in die umliegenden Dörfer und raten den Einwohnern, diese Straßen wegen der Bomben nicht zu benutzen. In der Regel werden die Bomben frühmorgen, so gegen 2 oder 3 Uhr, von den Taliban gelegt. Die Dörfler wissen zwar nicht, wo genau die Bomben sind, nur dass sie sich eben auf der Straße befinden. 4 Stunden.
abwarten, Tee trinken, bis die Entschärfer endlich einfliegen. Noch eine Stunde vergeht. Dann müssen alle in Deckung gehen. Die Straßenbombe soll zur Detonation gebracht werden. Es war eine große Bombe, meint Negroni. Allen wird klar, dass wir dem Tod ziemlich nahe waren. In dem Krater entdecken die Soldaten die Überreste eines Handys. Offensichtlich hat jemand schon darauf gewartet, die Bombe damit fernzuzünden. Nokia. Es sieht aus wie ein Nokia-Handy, vermuten sie. Nach fünfstündiger Verzögerung setzen wir unsere Suche nach dem Bombenleger Abdul Karim im Dorf Saran fort. Gleich am Eingang des Dorfes soll ein Mann dieses Namens wohnen. Aber ist er der Gesuchte? Bevor sein Haus inspiziert wird, darf der Mann erst einmal seine Frauen einschließen. Der Afghane beteuert seine Unschuld. Ja, er heiße zwar Abdul Karim, aber er habe mit den Taliban nichts zu tun. Die Soldaten glauben ihm nicht und setzen ihn massiv unter Druck. Warum hast du so starkes Herzklopfen, wenn du doch unschuldig bist? Fragt einer. Wie kann ein Feigling wie du ein Moslem sein? Wir fesseln den Typ mit Kabelbindern, sagt Negroni, um den Druck auf den Mann noch zu erhöhen. Es geht hin und her. Irgendwann wird Abdul Karim an die Wand gestellt und fotografiert. Erst als die Amerikaner androhen, ihn mitzunehmen, fällt ihm ein, dass es noch einen Abdul Karim in diesem Dorf gibt. Und dieser Mann sei ein Talib und auch als Bombenleger bekannt. Er habe ihn heute noch gesehen und wisse ganz genau, wo er wohne. Sergeant Negroni fordert Karim auf, ihn zu dem Bombenleger zu führen. Dies versetzt den Mann in helle Panik. Negroni müsse doch verstehen, wenn die Dorfbewohner ihn mit den Amerikanern sähen, sei er ein toter Mann. Negroni zeigt sich schließlich kompromissbereit. Am Ende genügt es, dass der Afghane von seiner Haustür aus den Weg beschreibt. Doch bald werden die Amerikaner feststellen müssen, dass in diesem Dorf mindestens 30 Abdul Karims zu finden sind. In seiner Bedrängnis reichte der erste Abdul Karim die Soldaten einfach weiter an den nächsten. Und so immer fort. Die afghanischen Soldaten haben das Spiel zwar längst durchschaut, lassen jedoch ihre amerikanischen Verbündeten weiter im Dunkeln tappen. Irgendwelche Ausweise werden geprüft. Diverse Abdul Karims auf dem Dorfplatz versammelt und ihre Hände auf Schwarzpulver und Brandmale untersucht. Noch schwieriger, die Hausdurchsuchungen. Da die Amerikaner als Ungläubige die Häuser eigentlich nicht betreten dürfen, wird diese Aufgabe von ihren afghanischen Partnern übernommen. Wie zuverlässig die Afghanen bei solchen Aktionen sind, bleibt offen. Zumal viele dieser Soldaten Kontakt mit den Taliban haben dürften.
Und so verläuft die Aktion Abdul Karim ganz sacht im afghanischen Sand. Der Zugführer befiehlt schließlich den Rückmarsch. Doch kaum haben wir das Dorf verlassen, gerät der Konvoi wieder ins Stocken. Während wir in dem Dorf Saran nach dem Bombenleger suchten, war er oder war einer seiner Kollegen offenbar wieder aktiv. Am späten Nachmittag auf dem Weg zurück zum Feldlager werden wir erneut durch eine Straßenbombe gestoppt. Wieder geht nichts mehr. Das Entschärfungsteam aus Kandahar muss angefordert werden. Doch erst am nächsten Morgen fliegen die Spezialisten ein. Alle sind vom Warten und von der Nacht in den Fahrzeugen zermürbt. Und dann die gleiche Prozedur wie gestern. Wieder geht eine Bombe hoch. Wieder eine, die für uns bestimmt war. Zurück in Kunduz. Auf dem Bazar im Lager kaufen die Soldaten Souvenirs ein, die afghanische Händler hier jeden Freitag anbieten. Ein Kontingentwechsel steht an. Heute werden viele von hier zurück nach Deutschland verlegt. Die Frage, ob dieser Einsatz etwas bringt, ob die Toten, Verletzten einen Sinn haben, die bewegt sie alle. Denn sie bezahlen für diesen Einsatz und ihre Familien zu Hause auch. Manche beschleicht der Verdacht, dass in ihrem Kampf gegen die Taliban irgendetwas völlig schief läuft und sie in Wahrheit nichts an den Zuständen hier ändern können. Der Taliban fängt oben in der Politik an, meiner Meinung nach. Von oben wird alles gesteuert. Wir wissen, dass District Police Chiefs mit den Taliban, wie nennen sie Insurgents, zusammenarbeiten, fördern, geschmiert werden. Dadurch halt eben fängt es meiner Meinung nach ganz weit oben an. Für mich persönlich, wenn ich draußen fahre, wenn ich draußen zu Fuß unterwegs bin, ist der Zivilist, der eine Waffe in der Hand nimmt, auf mich feuert, ist er der Taliban. Ich kann da nicht sagen, er verteidigt nur sein Hab und Gut. Für mich ist es dann der Taliban. Aufgrund dessen, weil die Gruppierungen, die sich dadurch entstehen und halt eben die Gefechtshandlungen, die dadurch auf uns zukommen, lässt maßmuten, dass es dann die Taliban sind. Sobald sie ihre Waffen wieder weglegen, sind es Zivilisten. Dadurch gelenkt versuchen wir hier ein stabiles Umfeld zu schaffen und halt eben die Interessen der Politik durchzusetzen. Ja, so ist es ja. Ja, und das ist halt eben hier sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Sind Sie einverstanden mit der Politik? Ja, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Kein Satz? Kein Satz. Kein Wort? Nein. Abschied am Hauptbahnhof Lummerland. Von hier aus starten sie in die Heimat. Auch ein Teil des armenischen Kontingents tritt hier heute zum letzten Mal an. Um 12.15 Uhr. Wiederhole, 12.15 Uhr. 6 Stunden Flug trennen sie noch von zu Hause. Von Deutschland, wo keiner so genau weiß, was an den vielen Fronten Afghanistans täglich geschieht. Und welchen Sinn der Einsatz überhaupt hat. Aber diese Frage stellen Sie sich ja selbst. Innenpolitischer Schlagabtausch im Deutschen Bundestag. Die Abgeordneten debattieren über die neuen Regelsätze von Hartz IV und die von der Bundesregierung vorgeschlagene Gesundheitsreform. Wir sind live vor Ort. Morgen ab 8.45 Uhr hier bei Phoenix.
Mitte des 19. Jahrhunderts nahm ganz Großbritannien Anteil am Schicksal einer Expedition durch die Arktis. Der Stolz einer Nation stand auf dem Spiel. Sir John Franklin, der kühne Polarforscher,